Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind zwölf Monate. Wir sind jetzt 12 Minuten im Radio alleine und dann kommt das Fernsehen dazu. Ich freue mich, dass ihr jetzt schon da seid und wir haben wie immer Mittwochnacht eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sabine begrüße ich herzlich. Hallo. Sabine, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Was geht, Sabine? Ich habe ein Problem. Die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, aber ich vereinfache sie jetzt mal. Ja. Ich bin mit einem Mann zusammen, wir führen eine Fernbeziehung, das seit einem halben Jahr. Ja. Und er war vor 10 Jahren mit seiner Ex-Schwägerin zusammen, also mit der Schwester seiner Ex-Frau. Mit der Schwester seiner Ex-Frau, also er hatte erst was mit der Schwester, dann war er mit seiner Ex-Frau verheiratet, 10 Jahre. Mhm. Ja, und... wie alt ist er jetzt? Über 30. Ja. Und ja, das Problem ist jetzt, dass am Sonntag war ich bei ihm und dann erzählte er mir, dass er eventuell für sie sogar noch mehr empfinden könnte. Für sie wieder was empfinden könnte? Oder wie auch immer. Ja, so ungefähr. Also die sind doch, wenn ich das jetzt, diese komplizierte Geschichte richtig verstanden habe, 10 Jahre auseinander. Ja, mindestens. Hm? Mindestens. Mindestens. Mhm. Also es tut ja auch gar nicht zur Sache, dass das die Schwester von der ehemaligen Ehefrau war, sondern es geht darum, dass er jetzt eventuell wieder was empfindet zu seiner letzten Ex. Ja. So ist es richtig, ne? Hm, ungefähr. Ja. Ja, das Schöne ist, ich habe ihm dann geraten, sie zu treffen, das hat er getan. Und er ist genauso schlau wie vorher. Ja, wie kommt es denn überhaupt zu der Annahme seinerseits? Das heißt, ja, die haben irgendwie Kontakt miteinander, oder ja, was? Ja, die hatten längere Zeit keinen Kontakt mehr und dann ist das halt irgendwie wieder gekommen, dass sie Kontakt hatten, ja. Sowas kommt aber nicht irgendwie wieder. Ist das irgendwie forciert worden von ihm, weißt du das? Das ist von ihr. Von ihr? Ja. Und er ist aber darauf eingegangen und nun ist es wieder irgendwie ein bisschen... hat's geschnackelt. Ja, das weiß er eben nicht. Das weiß er nicht? Nein. Hat es dir aber zumindest gleich erzählt, dass er... ich habe gemerkt, also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ich merke sowas. Und dann habe ich ihn gefragt und er war ehrlich und hat mir das dann so gesagt, wie es ist. Ja. Mhm. Ja, ich hänge jetzt mehr oder weniger in der Luft, weil, also ich meine, mir geht sowas halt sehr, sehr nahe, wenn ich einen Menschen, wenn ich das Gefühl habe, mit einem Menschen sehr gut klarzukommen. Mhm. Und ja, jetzt weiß ich halt nicht so recht, also er meint, er braucht vielleicht Wochen, um das rauszukriegen. Mein Verstand sagt, ja, Jung, Wochen ist ein bisschen viel. Mhm. Ja. Also mich irritiert es insofern schon, weil ihr ein halbes Jahr zusammen seid. Wenn man ein halbes Jahr zusammen ist, ist man eigentlich viel groß verliebt und lässt die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und ja, jetzt, das dachte er ja, dass die Vergangenheit Vergangenheit ist. Ja, ja, und jetzt kommt er an, nach 10 Jahren Pause quasi, dass er eventuell für die noch was empfindet. Das spricht nicht gerade für dich und für euch, finde ich. Nicht wirklich. Nee. Finde ich auch verletzend für dich. Domian, was meinst du? Ich habe seit 3 Tagen nicht mehr geschlafen. Ja, dass er das so sagt und dass er das zum großen Thema macht. Was empfindet er denn für dich, hast du ihn gefragt? Er liebt mich. Er liebt dich. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Menschen erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Ich will ihm das nicht unterstellen. Das mag ja sein, aber nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Tatsache, dass er einfach emotional verwirrt ist. Mhm. Ich meine, also meine Frage ist einfach nur, habe ich eine Möglichkeit überhaupt um die Beziehung zu kämpfen? Wohl definitiv nicht. Tja, das ist eine... Das Problem ist halt auch für eine Fernbeziehung. Und sie wohnt gleich um die Ecke, ne? Mhm. Wie weit seid ihr entfernt? 250 Kilometer. 250 Kilometer, das ist natürlich gleich schon schlechte Karten. Mhm. Und macht einen auch gleich nervös, ne? Auch schon, ja. Mhm. Ich versuche ihn halt nicht zu bedrängen. Ich bin jetzt keiner, der da 10 Mal anruft, aber dann sitze ich halt hier auf heißen Kohlen, laufe meinen Teppich durch und warte, ne? Mhm. Gute Fragestellung, was kann man da tun? Wie verhält man sich da klug? Nicht zu krallig, ne? Ja. Nicht zu massiv und dennoch mit Haltung. Ja. Ja. Ich will ja nur das letzte Restchen würde, was ich noch habe, nicht verlieren. Ne? Mhm. wie lange liegt das jetzt in der Luft schon wieder mit der Ex? Also er hat jetzt Kontakt seit ungefähr 2 Wochen. 2 Wochen. Mhm. Ja. Da würde ich jetzt dem Knaben mal noch ein paar Wochen Bedenkzeit geben.
und würde mich an deiner Stelle, was sehr schwer ist, das weiß ich, disziplinieren, jetzt nicht hysterisch zu werden und nicht zu sehr an ihm zu klammern und nicht zu sehr Druck auszuüben. Ich weiß, er hat den Vorschlag gemacht, dass wir uns während der Zeit nicht sehen sollen. Das halte ich für totalen Schwachsinn, weil ich weiß, dass er sie wahrscheinlich sieht. Also ich kann es mir denken, ich Das hat er jetzt schon vorgeschlagen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, das bringt überhaupt nichts, weil Menschen entfremden sich. Also weißt du, wenn der das jetzt schon vorschlägt, nachdem der erst 2 Wochen wieder mit der irgendwie in Verbindung ist. Ja, weil er will Bedenkzeit haben und will mich dann eventuell nicht sehen. Ja, ja, aber, das verstehe ich schon. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dann ist das verdammt ernst bei dem, mit dieser Frau, wenn er sowas schon vorschlägt. Ja. Ja? Also ich habe ihm halt gesagt, er soll darüber nachdenken, ob das richtig sein kann, und er meldet sich jetzt am Freitag wieder. Was kann ich ihm am Freitag am Telefon sagen? Also ich würde auch nicht auf diesen Vorschlag eingehen. Das sehe ich genau wie du, von wegen jetzt erstmal Nachdenkpause. Ich würde den Kontakt aufrechterhalten, ich würde mich normal weiter verhalten, ich würde auch normal den Kontakt pflegen an deiner Stelle, aber ihm nur ein paar Wochen Zeit lassen. Ja, aber wie mache ich ihm das klar, dass das richtiger ist? Weil du es so möchtest. Mhm. Weil es sonst zu verletzend für dich ist. Ihr seid erst ein halbes Jahr zusammen und jetzt sollen da schon wieder ein paar Wochen Pause sein. Mhm. Dann soll er klar eine Stellung beziehen. Mhm. Weil meine Freunde sagen, ja komm, vergiss den Typ, schieß den gleich ab. Ne? Ich meine, mein gesunder Menschenverstand sagt auch, dass ich jetzt ein halbes Jahr warte, bis er sich vielleicht mal entschließt. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass dir was an dem Mann liegt. Natürlich, ja. So. Und dann kann man so ein paar Wochen kann man schon hinnehmen, finde ich. Mhm. Da muss man nicht zu krass reagieren. Mhm. So würde ich es versuchen. Und ihnen dann wirklich nach ein paar Wochen sagen, pass auf hier. Entweder oder. Also wird es vielleicht so Weihnachten anpeilen oder so? Ja, nach Weihnachten. Nach Weihnachten. Ja, mhm. Ja? Okay? Okay, Sabine. Wenn du sagst, dass das okay geht, dann geht das okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Sonja, 38 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Sonja. Hallo, grüß dich, Domian. Ja. Naja, ein bisschen nervös jetzt. 38 bist du, ne? Ja, genau. Mhm. Was geht's denn? Und zwar, es geht um meinen Sohn, der ist 20, ja, und ich habe eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Und jetzt bin ich auch noch schwanger. Und ja, er soll es mal auf die Reihe kriegen, dass er sich eine Wohnung sucht oder Arbeit oder irgendetwas. Ach, ihr beide wohnt in der Zwei-Zimmer-Wohnung, du und dein 20-jähriger Sohn? Genau. Mhm. Und du bist schwanger, aber du lebst mit dem Erzeuger nicht auch noch zusammen? Nein. Nein, der ist weg. Der ist nicht weg, der ist schon aktuell. Wir wollen auch zusammenziehen, aber die Wohnung hier ist halt zu klein. Das heißt, wenn der Sohn ausziehen würde, bestünde die Möglichkeit, dass dein Freund einzieht? Genau. Aha. Mhm. Und der Freund, hat der nicht eine größere Wohnung? Ja doch, aber der ist weiter weg und da möchte ich nicht hinziehen. Ach so. Und der würde aber dann schon zu dir in die Stadt ziehen? Genau. Ja. 20 Jahre alt ist der Sohnemann? Ja. Hm. Hat er was gelernt? Nein. Was macht er den ganzen Tag? Schlafen. Ach, schlafen? Ja. Und von was lebt er, außer von der Mama? Von mir, ja. Und kriegt irgendwie Sozialhilfe oder irgendwas? Nee, da er überhaupt nichts macht und sich darum auch nicht kümmert, auch nicht. Ne? Auch nicht? Nee. Und das geht jetzt wie viele Jahre schon so? 2 Jahre. Und was hat er vorher gemacht? Schule. Ja? Und warum hast du nicht Dampf gemacht, dass er eine Ausbildung macht? Tja, ich weiß es auch nicht, Domian. Ich dann auch zu labil. Ja, auch ein Fehler. Ja, auf jeden Fall. Auch ein Fehler. Mhm. Ja. Offensichtlich hat er irgendwie gewittert und mitbekommen und gelernt auch, dass er das mit Sonja machen kann. So sieht's aus, ja. Schmeißt ihn hochkant raus. Sage ich jetzt mal ganz, ganz krass. Ja, aber wo soll er denn hin? Ja, ich sage es jetzt provokativ erstmal so. Aber mit dem ernsten Hintergrund, dass das natürlich nicht so weitergeht. Du hast mit deinen 38 Jahren natürlich, und wenn du jetzt schwanger bist und eine neue Beziehung hast, ein Recht darauf, auch das zu leben. Außerdem finde ich es auch richtig, wenn du mit deinem Freund zusammenlebst, wenn das kleine Kind da ist. Ja. Und er ist ein junger Mann von 20 Jahren, der auch auf seine eigenen Beine stehen sollte. Der Ausbildung machen sollte, der arbeiten soll. Und wenn er noch keine Ausbildung findet, dann soll er jobben. Und er findet Jobs, wenn er sich drum bemüht. Ja, er ist ja nicht blöd. Also Setze ihm ein Ultimatum. Sag, wann kommt das kleine Kind? Im Januar. Im Januar, ja. Naja. Setze ihm vielleicht 2-3 Monate Zeit. 3 Monate finde ich eine gute Pufferzeit. Mhm.
Und dann sagst du, dass du dann gerne alleine beziehungsweise mit deinem neuen Freund zusammen wohnen möchtest und er hat die Wohnung zu verlassen. Ja, er sagt ja dann zu mir, ja, er geht vor Weihnachten, aber dann stürzt er sich von der Brücke, ne? Ja, so würde ich mich aber nicht erpressen lassen. Er soll er nicht nach Weihnachten, dann geht er eben nach Weihnachten und stürzt sich nicht von der Brücke. Mhm. Die wichtigste Sache ist, dass er irgendwie eine Unterkunft findet. Ja. Und dass der Knabe arbeitet oder eine Lehre macht. Oder weil, hat er einen ordentlichen Schulabschluss? Nein, das ist, nein. Auch nicht? Nee, hat die Schule geschmissen. Wie ist es mit Bund oder Zivildienst? Ja, da, der hat mal kurz Arbeit gehabt, ne, und da ist er halt zum Bunden, hat er vorgewiesen, der Lehrstelle, ne, und da haben die ihm halt noch ein Jahr Zeit, 2 Jahre Zeit gegeben für den Bund halt. Ne. Das heißt, wenn er jetzt den Signal gäbe, hier, Freunde, ich habe doch keine Lehrstelle, ich will jetzt kommen, ging das auch, ne? Ja, eigentlich schon. So, da haben wir doch schon die Lösung. Ja. Da haben wir die Lösung. Dann, dann ist er erstmal weg und hat dann genügend Zeit vom Bund aus, sich zu organisieren für sein späteres Leben oder macht sogar beim Bund noch irgendetwas nach. Aber du kannst guten Gewissens sagen, er ist erstmal in guten Händen, er hat ein Dach über dem Kopf. Ja. Aber das geht nur, das geht wirklich nur, Sonja, wenn du auch auftrittst und das auch richtig mit, du musst mit der Faust auf den Tisch schlagen. Ja, ich bin da auch zu labil, ne? Ja, ich habe mich die ganze Zeit verwöhnt und... Du bist damit dran schuld, aber jetzt muss was passieren. Ich probiere es. Ja. Alles klar. Das sind Fehler, die du selbst gemacht hast und die kannst du jetzt aber noch ausschaufeln wieder. Hm? Ich probiere es. Alles Gute. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein ganz klein bisschen Musik und warten, bis das Fernsehen sich zuschaltet. So, ne? Ja, ihr lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, bitten für die Verspätung im Fernsehen um Entschuldigung. Schön, dass ihr da seid. Ich war gestern außer Gefecht gesetzt und daher mussten wir eine Wiederholung senden. Heute ist aber alles wie immer richtig live, total live. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir haben wie immer mittwochs eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich ganz einfach an, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Niki und Niki ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Niki. Was ist dein Thema, um was geht's? Es geht um meinen Bruder und um meinen Großvater, die sind im August verstorben. Beide sind im August verstorben? Ja, 2 Tage hintereinander. Wie alt war dein Bruder? 19. Und der Großvater? 73. Und die sind 2 Tage hintereinander verstorben, nach 2 Tagen? Ja. War das jetzt ein sehr unglückliches Zusammenspiel, ein sehr unglücklicher Zufall? Nee. War Gewalt mit dem Spiel. Mein Bruder hat meinen Opa erschlagen und 2 Tage später hat er sich erschossen. Dein Bruder hat den Opa erschlagen? Mhm. Warum? Was ist denn da passiert? Das weiß keiner und das macht mir sehr zu schaffen. Also ich komme damit auch nicht richtig klar. Wie hat er deinen Opa erschlagen? So wie ich das erfahren habe, mit einem Kotelettklopfer. Mit einem Kotelettklopfer? Ja.
Aber das ist ja so ein kleines Ding, da muss man ja unglaublich auf einen Menschen einprügeln, ehe der tot ist. Ja, also ich habe ihn so nicht gesehen und ich habe auch 4 Jahre jetzt nicht so den Kontakt zu ihm gehabt. Viele Jahre keinen Kontakt? 4. Zu dem Vier? Ja. Zu dem Bruder? Genau, weil er war zwischenzeitlich auch im Jugendknast und ja. Er war vorbestraft? Ja. Weswegen war er vorbestraft? Das waren so, ich sag mal, Jugend. Streiche mehr oder weniger, Streiche nicht, aber... Also keine so schlimmen Sachen? Diebstahl. Naja. Hm. Wo hat er das gemacht? Wo hat er den Opa so brutal erschlagen? Das war von meinem Opa in der Wohnung. Gibt es eine Oma auch noch? Nee, die ist 98 gestorben an Krebs. Hm. War denn der... Opa sofort tot oder lag er noch im Krankenhaus? Das war halt, nee, im Krankenhaus lag er nicht, er war tot. Und mein Vater hat ihn gefunden, für den ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Und es war ein ziemlich furchtbarer Anblick für ihn. Das glaube ich. Er muss ja am Kopf schwerst verletzt gewesen sein dann. Ja. War das dann gleich klar, dass es der Bruder war oder hat man erstmal im Dunkeln getappt? Nee, es war gleich klar, weil mein Bruder hat mit meinem Opa zusammengewohnt, weil mein Opa hat ihm angeboten, nachdem er aus dem Knast gekommen ist, bei ihm zu wohnen. Ja. Und hat ihm auch geholfen, wo er konnte. Er hätte jetzt auch fast eine Ausbildungsstelle gehabt und wäre eigentlich aufwärts mit meinem Bruder gegangen. Aber ist er denn, der Bruder, direkt nach dieser Tat abgehauen oder war er noch in der Wohnung, als dein Vater kam? Nee, so wie ich das erfahren habe, ist er wohl gleich abgehauen. Hm. Aber wieso war denn dann klar, dass das dein Bruder der Täter war? Es konnte sonst kein anderer gewesen sein, weil es waren auch keine Einbruchspuren und nichts da. Hm. Hat er sich dann hinterher irgendwie bei euch gemeldet, der Bruder? Oder habt ihr von ihm dann gar nichts mehr gesehen, wiederum bis zu seinem Tod? Er hat sich nicht gemeldet. Er hat dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei noch gehabt, weil er das Auto von meinem Opa noch geklaut hat. Mhm. Er hatte keinen Führerschein, das kommt noch dazu. Mhm. Hattet ihr, also die Familie, denn gleich die Polizei benachrichtigt und auch den Verdacht geäußert, es kann eigentlich nur der Enkel gewesen sein? Also ich bin ja auch ein bisschen weiter weg von da. Ich habe das gar nicht so live erlebt. Also ich denke mal, mein Vater wird die Polizei angerufen haben. Also dann gab es eine Verfolgungsjagd und haben die ihn erwischt? Mehr oder weniger. Also mein Bruder hat sich überschlagen mit dem Auto, so wie ich das erfahren habe. Und hat sich dann wohl in den Kopf geschossen. Nach dem Unfall? Ja, war wohl noch bei Bewusstsein und hat dann gemerkt, so jetzt geht's nicht mehr weiter und ja. Das heißt, als die Helfer dann an das Auto kamen, war er durch seine Schusswaffe nicht durch den Unfall getötet worden? Nee, er war noch nicht ganz tot, er ist im Krankenhaus gestorben. Also war erst hirntot und die Ärzte wollten dann noch gucken wegen Organspende. Aber das ging dann wohl auch nicht. Gott, Niki, was für eine Familientragödie ist da bei euch geschehen. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem Opa? Es war, ich sag mal, nicht innig, weil wir sind sehr distanziert. Also wir sind ziemlich weit auseinander, weil meine Eltern sind auch geschieden. Mhm. Aber wir haben uns abwechselnd angerufen und ich habe ihn sehr lieb gehabt. Und das tue ich jetzt noch. Ja. Deine Eltern sind geschieden, sagst du? Ja. Dennoch, wie haben die das aufgenommen? Dein Vater, der Opa, war das der Vater von deinem Vater? Ja. Ja. Also wie haben deine Eltern, insbesondere dann dein Vater, das alles aufgenommen? Die verdrängen das. Wenn ich versuche, darüber zu sprechen, also dann blocken die auch ab und so ein bisschen lassen sie zu, aber auch nicht viel. Ja, dein Vater hat seinen Vater verloren und er hat ihn gefunden und hat wahrscheinlich einen Anblick gespeichert in seinem Kopf, den er sein Leben lang nicht mehr los wird. Und er hat seinen Sohn verloren. Ja, also er wird das auch nicht los. Wie war das denn bei den Beerdigungen? Warst du jeweils dabei? Ja. Waren das Einzelbeerdigungen oder sind die gemeinschaftlich beerdigt worden? Nee, also wir wollten das alle nicht, dass die beiden zusammen beerdigt worden wären. Mhm. Mein Bruder ist da wo wir aufgewachsen sind, beerdigt worden in der Nähe. Und mein Opa ist dann eben in dem Dorf, wo er gewohnt hat. Mhm.
Nun sagtest du gerade, dass du schon viele Jahre, 4 Jahre keinen Kontakt mehr mit deinem Bruder hattest. Nicht viel Kontakt, es war Kontakt. Mhm. Ich habe ihn im Jugendarrest angerufen und ich habe ihm Briefe geschrieben. Und also würdest du sagen, dass der Kontakt nicht sehr innig war, aber dennoch vorhanden war? Ja. Ja. Was empfindest du jetzt, nach dieser Tragödie, die passiert ist, was empfindest du für deinen Bruder? Wut und ich sag mal, ich habe ihm verziehen, was er getan hat. Dadurch, ich denke, dass ich es getan habe, weil er sich selber bestraft hat. Hm. Auch wenn er sich selbst bestraft hat, gerichtet hat, kann man das vergessen, verziehen, dass dieser junge Mann den Opa so brutal ermordet hat? Ich fasse das noch gar nicht, mit einem Kotelettklopfer einen Menschen zu erschlagen. Kann man das vergeben? So schnell vor allen Dingen? Es ist ja noch gar nicht lange her. Ich weiß nicht, warum ich ihm vergeben habe. Ich weiß nicht, ich habe so eine starke Verbindung zu ihm und ich, trotz allem liebe ich ihn auch noch. Und ja, das kannst du sagen. Ja, es ist schwer alles, aber... Wie war denn die Stimmung auf der Beerdigung deines Bruders? Erstmal gefragt, waren da viele Leute? So ziemlich die ganze Familie. Mhm. Kam denn da überhaupt Trauer auf oder einfach nur Entsetzen und waren alle irgendwie auch gelähmt und wussten gar nicht, wie sie sich da verhalten sollten? Ich würde sagen, von jedem bisschen. Mhm. Was hat denn der Pastor in der Predigt gesagt? Ist dir da noch irgendein Satz in Erinnerung oder so ein Grundtenor? Ja, also ich war auch ein bisschen, stand da auch neben mir und ich sah da, weil er ist verbrannt worden. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit nur auf die Urne geguckt und was der Pastor da geredet, das hat mich in dem Moment auch nicht so interessiert. Mhm. Kannst du dir erklären, du sagst, ihr alle wisst nicht, warum er das gemacht hat. Aber dennoch, was in diesem Jungen vorgegangen ist, du kennst ihn ein bisschen besser, du kennst seine Geschichte, seine Vergangenheit. Hast du irgendeinen, man spekuliert doch wahrscheinlich da als Angehöriger über alles Mögliche. Es wird wohl ein Streit vorausgegangen sein, aber ich weiß nicht, warum er es getan hat. Und war er denn von der Veranlagung eher ein gewalttätiger Typ? Teils, teils. Also er war auch ein lieber Mensch, aber ich sag mal, seine aggressive Seite, die war überwiegend. Wie ist das denn jetzt bei den Eltern? Du hast ja sicher mit deinem Vater und auch deiner Mutter darüber geredet. Ich hab's versucht. Das geht gar nicht, weil die es verdrängen? Mir kommt es so vor, vielleicht wollen sie auch nicht mit mir gerade darüber sprechen, weil es geht mir doch sehr nah. Weil das heißt, du weißt im Prinzip nicht, was in deinem Vater vor sich geht. Nicht wirklich, nein. Mhm. Hast du denn einen Menschen, mit dem du über dieses Unglaubliche, was da geschehen ist, in deinem Umfeld sprechen kannst? Ich habe mit der Freundin von meinem Bruder Kontakt. Und die versteht mich auch. Ich sag mal, wir sind auf einer Wellenlänge, was das Ganze angeht. Und sie schreibt mir auch ein bisschen über meinen Bruder, von dem ich gar nichts wusste. Und das hilft mir ein bisschen in meiner Verarbeitung. Mhm. Wenn du jetzt deine Trauergefühle in dir spürst und beobachtest, du sagst, du hast deinem Bruder vergeben eigentlich, nach dem, was er da getan hat. Um wen trauerst du denn mehr? Um den Bruder oder um den Opa? Oder kann man das gar nicht so sagen? Kann man nicht so sagen. Also mal ist es nur mein Bruder und dann einen anderen Tag ist es wieder mein Opa. Das ist unterschiedlich. Mhm. Würdest du sagen, dass du, das ist ja nur wie ein paar Monate erst her, im August, ne, sagst du, ist es passiert, dass du eigentlich irgendwie noch unter Schock stehst, dass immer wieder sowas in dir hochkommt, das zu dir sagt, es kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, also vor allem, wenn ich alleine bin. Also ich habe ja auch einen Mann und eine kleine 2-jährige Tochter, die mir sehr viel Kraft geben. Aber vor allem, wenn die Lütte jetzt am Schlafen ist abends und mein Mann, der spielt auch Fußball und ich dann alleine hier bin, dann gucke ich, weil ich habe ein Bild an der Wand hängen von meinen Großeltern und wenn ich das angucke, dann denke ich, warum ist das alles passiert? Ja. Liebe Niki, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt noch einige
einige Worte oder ihr könnt euch auch Zeit lassen, redest. Mhm. Möchtest du das? Bist du damit einverstanden? Ja, ich denke, das wird mir vielleicht gut tun. Ja. Ich sag dir von meiner Warte aus hier nochmal, dass mir das irrsinnig leid tut, was da passiert ist in eurer Familie und es mir auch für dich sehr leid tut. Mhm. Du legst bitte auf. Ja. Und wir, das heißt die Elko, ruft dich an und ich wünsche dir und deiner Familie, deiner eigenen Familie alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Melanie ist bei mir. Melanie ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Melanie. Ja. Um was geht's? Also, mein Problem ist, dass ich ständig aus den Krankenhäusern wieder abhau. Ja. Du bist ein Krankenhausflüchtling. Nee, also ich, ja, doch, eigentlich schon. Also das Problem ist, dass ich schwer herzkrank bin. Mhm. Und dass ich seit 5 Jahren schon operiert werden soll. Mhm. Also ich habe eine Aortenstenose. Das heißt, was heißt das? Dass die Herzklappe, die Aortenklappe, die ist verengt. Das Blut fließt nicht richtig durch die Klappe durch. Ja. Und ein geringer Anteil des Blutes fließt wieder zurück ins Herz. Klingt schlimm irgendwie. Als Laie würde ich denken, oh je, das ist eine schwere Krankheit. Das ist es auch. Also das Problem ist bei dieser Krankheit, dass man das jahrelang unbemerkt. Man hat überhaupt keine Schwierigkeiten. Mhm. Und auch wenn man das weiß, dass man diese Krankheit hat, und ganz plötzlich treten dann, also das kommt nicht schleichend, ganz plötzlich treten dann Schwindelgefühle auf. Aha. Das kann auch so schlimm sein, dass sich Wasser in den Lungen sammelt. Ja. Und dass das dann halt zum plötzlichen Tode führt. So, dieses ist vor ein paar Jahren bei dir aufgetreten, dieses Schwindelgefühl. Ja. Unter anderem. Dieses Schwindelgefühl nicht, nein. Ich habe dieses Schwindelgefühl jetzt am Samstag, habe ich das erste Mal erlitten. Ja, und aber du bist ja vor ein paar Jahren erstmal aufmerksam geworden auf diese Krankheit. Genau, das war durch meine Eltern damals. Die sind mit mir halt zum Kinderarzt und der hat das dann halt festgestellt. Ach so, man weiß das schon so lange. Genau. Ja. Und du solltest jetzt vor 4 Jahren, sagtest du gerade, operiert werden. Genau, vor 4 Jahren. Ja. Und würde denn eine solche Operation das wirklich therapieren können? Würde man sagen, dann ist das Herz wieder in Ordnung? Nach dieser Operation wäre ich top in Ordnung. Top also, in Ordnung. Ich könnte danach ganz normal Kinder bekommen, ich könnte ein ganz normales Leben führen. Und wie viel Mal solltest du jetzt schon operiert werden? 4, 5 Mal. Und warst 4, 5 Mal auch schon im Krankenhaus? Nein, also hingegangen bin ich bis jetzt erst einmal. Wie lange warst du dann da, als du hingegangen bist? Eine Nacht. Eine Nacht? Ja. Und die wollten schon alles vorbereiten für die OP? Genau, die hatten soweit alles fertig. Ich hatte die Untersuchungen. Ja. Ich hatte ein Langzeit-EKG schon um. Aber ja. Dann bin ich halt abgehauen. Dann bist du abgehauen? Ja. Warum? Warum? Ja, Panik. Vor was? Warum? Wieso? Angst, im Krankenhaus zu liegen. Angst vor der Operation auch? Nee, vor der Operation nicht. Eigentlich mehr Angst davor, da zu liegen im Krankenhaus. Ach. Die Zeit im Krankenhaus zu verbringen. Ach. Vor den Untersuchungen und vor der Operation habe ich eigentlich weniger Angst. Ja, das ist ja verrückt. Also wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ich habe Angst, dass man mir mein Herz aufschneidet. Das ist ja nun wahrscheinlich auch eine schwierige Operation. Ich habe Angst vor den Risiken der Operation. Übrigens, Stichwort Risiken. Sind die Risiken hoch bei der Operation? Also ich habe heute den Termin bei dem Professor gehabt, weil ich ja Samstag schon wieder aus dem Krankenhaus abgehauen bin. Also das zweite Mal jetzt aus dem Krankenhaus. Ja, Samstag habe ich, das war ja so, ich habe Samstag, war ich mit meinem Verlobten unterwegs und hatte da einen Schwindelanfall. Ach so. Und da wurde auch erstmal bemerkt, wie schlimm das mit der Herzkrankheit schon ist, wie weit fortgeschritten das ist. Und dennoch bist du wieder abgehauen, Samstag? Von der Intensivstation, ja. Das ist ja krass. Sag mir nochmal die Risiken, wie hoch die Risiken für die Operation, bei dieser Operation sind. Die Risiken bei der Operation, also ich denke mal, weil das Herz wird stillgelegt während der Operation und das heißt, die arbeiten mit einer Herz-Lungen-Maschine. Und danach, es kann natürlich passieren, dass sie das Herz nicht zum Laufen bekommen. Aber das ist ich denke mal zu 10% der Fall, wenn überhaupt so hoch. Also die Chirurgen haben zu dir gesagt, das ist ein sehr wohl komplizierter Eingriff, aber er ist durchaus zu rechtfertigen und es besteht keine, die Risiken, die Lebensrisiken, Lebensgefahrrisiken sind nicht übermäßig. Kann man das so sagen? Genau. Also es wäre schlimmer, wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich halt... So. Das wollte ich jetzt fragen. Wenn du es nicht machst, wie sieht es dann? Welche Lebenserwartung hast du dann? Ein halbes Jahr noch. Ein halbes Jahr noch? Also wir hatten heute den Termin. Bist du wahnsinnig, Melanie? Und dann zögerst du überhaupt noch? Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Aber erklär es mir bitte. Wenn du schon so tapfer bist und sagst, ich habe eigentlich gar keine Angst vor dieser Operation, was wir alle ja nachvollziehen könnten. Was ist denn so schlimm daran, in einem Krankenhaus zu liegen? Es ist, ich
ich weiß nicht, was das ist. Es ist, ich habe ganz komische Gedanken dann auch jedes Mal. Wenn ich dann jetzt da liege, wie jetzt beim letzten Mal, dann sehe ich meinen Verlobten, der sitzt zu Hause, dann habe ich Panik, der könnte sich jetzt eine neue Freundin suchen. Ach, Melanie, das ist doch albern. Alles solche Sachen, die gehen mir durch den Kopf. Ich weiß, also es geht gar nicht um das Krankenhaus, es geht darum, dass du einfach nur weg bist von deinem Freund, oder nee, was? Nee, dass ich nicht zu Hause bin. Dass du nicht zu Hause dass bist. Dass ich nicht zu Hause bin. Also, der Freund ist ja fast schon irgendwie fast ein bisschen kindlich. Du hast Angst, dass der Freund fremdgehen könnte. Auch. Was hast du, welche Angst verbindest du noch damit, wenn du nicht zu Hause bist und im Krankenhaus liegst? Ich weiß es nicht. Einfach dieses Gefühl, du bist nicht zu Hause, du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Du, das kann ich nicht beschreiben. So, jetzt sage ich mal eins. Du bist eine junge Frau, aber eine Frau von 21 Jahren. Ja. Eine erwachsene Frau, die durchaus auf der Höhe ihrer geistigen Fähigkeiten ist. Ne? Ja. Das merke ich ja. Man kann ja ganz normal mit dir reden. Die eigentlich fast schon in akuter Lebensgefahr schwebt, wenn der Arzt, wenn die Ärzte dir sagen, wenn sie jetzt nichts machen, erleben sie das nächste, das Weihnachten 2003 erleben sie nicht mehr. Es ist ja auch so, die Ärzte haben jetzt, normalerweise könnten die so schnell gar keinen Termin machen für mich. Die nehmen mich jetzt, Sonntag soll ich schon dorthin kommen, ja, wo eigentlich gar keine Aufnahme ist, damit das halt endlich schnell gemacht wird. Und der Arzt hat mir... Ne? So, lass mich mal weitersprechen. Also, so ist der Tatbestand. Das heißt, junge erwachsene Frau, geistig fit, wird nächstes Jahr sterben, wenn sie sich nicht operieren lässt. Mhm. Und diese junge Frau hält mir entgegen, ich möchte nicht ins Krankenhaus gehen, weil mein Freund eventuell dann fremd geht. Melanie, mit Verlaub, das ist doch bekloppt. Ich weiß. Nee, ich weiß, nicht ich weiß. Das ist doch völlig, mir fehlen die Worte. Ich möchte dich nicht beleidigen, aber es geht doch um dein Leben, Mann. Ich weiß, das bist nicht der Einzige, der das sagt. Das sagen auch meine Verwandte und Bekannte. Es klingt fast albern, würde ich sagen. Es klingt fast albern. Es ist auch nicht nur wegen des Freundes jetzt. Es ist allgemein die Angst vor den Krankenhäusern. Na toll. Und zur Alternative hast du nächstes Jahr um diese Zeit liegst im Sarg. Ist das schöner? Nein, auf keinen Fall. Na also, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ne? Ja. Kein Aber mehr jetzt? Ich werde jetzt auch auf jeden Fall Sonntag hingehen, das habe ich jetzt auch gesagt. Also, das ist jetzt, das ging gerade so am Rande unter. Jetzt ist für Sonntag schon etwas geplant, dass du am Sonntag eingewiesen wirst. Sonntag ist die Aufnahme, genau. Die Aufnahme. Und die Operation wird stattfinden? Das können die Ärzte noch nicht sagen, weil ich jetzt dazwischen geschoben werde. Gut, aber es scheint so akut zu sein, dass sie dich dazwischen nehmen wollen und können. Ja, die Ärzte haben mir aber wohl versprochen, dass ich zu Weihnachten noch wieder zu Hause bin. Ja, ist doch toll. Ist doch eine Perspektive. Ja, sicher. So, jetzt vereinbaren wir Folgendes. Mhm. Wehe, ich höre, dass du Sonntag wieder abgehauen bist. Dann kann man nur noch den Kopf schütteln. Ich möchte gerne mit dir, bevor meine Weihnachtspause anfängt. Ja. Unsere letzte Sendung ist am 20. Dezember. Mhm. Vielleicht, wenn alles gut läuft, bist du wieder zu Hause. Mhm. Wir haben ja deine Telefonnummer und mein Redakteur wird gleich nochmal mit dir reden und das nochmal genauer absprechen. Ja. Ich würde gerne in diesen letzten Tagen, wo wir hier noch auf Sendung sind, in diesem Jahr, nochmal mit dir reden. Mhm. Und würde mich riesig freuen, wenn du zu mir sagst, Mensch Domian, ich war ja ganz schön blöd damals. Es war zwar schwer, aber jetzt fühle ich mich einigermaßen wieder gut. Okay? Okay. So, und dann wünsche ich dir alles Gute und drück die Daumen für die Operation. Ja. Und dein Freund wird schon nicht fremd gehen. Und die Wohnung kommt auch mal eine Weile ohne dich aus. Okay? Okay. Melanie, toi, toi, toi. Danke, Domian. Tschüss. Und tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein festes Thema mal wieder. Morgen heißt das Thema, seit diesem Tag ist alles anders. Jeder von uns hat ja irgendwie so besondere Markierungen im Leben. Und dann kann man sagen, seit diesem Tag hat sich mein Leben radikal verändert. Seit diesem Tag denke ich anders. Seitdem ist irgendwie alles anders. Seitdem bin ich glücklicher, mega glücklich vielleicht. Oder seit diesem Tag sitze ich nur noch in der Finsternis. Ich bin nur noch unglücklich. Seit diesem Tag ist alles anders. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, alles über unsere Themen könnt ihr auch nachlesen unter www.domian.de. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können Bianca. Und Bianca ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Bianca. Ich wollte über mein Blind Date berichten, das ich am Wochenende hatte. Ein Blind Date? Mhm. Eine Verabredung mit einem Mann, den du vorher nicht kanntest. Genau, den habe ich vor einem Dreivierteljahr über so eine Dating-Line kennengelernt, weil ich zu dem Zeitpunkt schwanger war. War das eben die einfachste Möglichkeit für mich. Du hast während deiner Schwangerschaft schon wieder geflirtet mit anderen Männern auf einer Dating-Line. Ja, mein Mann hat mich damals verlassen und
ja, ich hatte keine Möglichkeit, hier rauszugehen und da war eben das Telefon die einzigste Möglichkeit. Und dir stand auch der Sinn während der Schwangerschaft nach solchen Flirtereien? Ja, warum nicht? Nein. Ich frage nur, ich war nicht schwanger. Ich dachte immer, wenn schwangere Frauen, also wenn Frauen schwanger sind, dass sie sich erstmal darauf konzentrieren und noch nicht. Egal, ich frage, war vielleicht eine dumme Frage. Ich habe einfach jemanden zum Reden gebraucht, also. Ja, okay, ist ja auch völlig in Ordnung. So, ja. Den hast du also von einem Dreivierteljahr kennengelernt. Ja. Und habt seitdem immer telefoniert miteinander. Ja, er kommt aus Kiel und ich aus Emden und da war eben das Telefon noch das Einzige, was uns verbunden hat. Ja, Kiel-Emden, wie viele Kilometer sind das? Na, also 4 Stunden Fahrt. Doch, so lange. Mhm. Und dann hatten wir, also er ist alleinerziehend und ich bin alleinerziehend und dann hatten wir halt immer so gesprochen und dann kam halt auch raus, dass wir mehr füreinander empfinden. Mhm. Und uns auch irgendwann mal sehen wollten, aber von meiner Seite her war das klar, dass es erst passiert, wenn das Kind da ist. Ja, und das war dann auch so, das Kind war da und wir hatten halt dann so rumgesponnen, wie das denn sein könnte. Und dann hatten wir uns ausgemalt, dass wir uns eben, weil wir uns nur durch das Hören kannten. Also keine Bilder ausgetauscht vorher? Nee. Nee. Dass wir uns dann in einem Hotelzimmer treffen, das total verdunkelt ist. Hey, und wie gefährlich. Ja, aber auch klar. Spannend. Ja. Erzähl. Ja, und das war jetzt an diesem Sonntag. Letztes Wochenende. Genau. Also, da hatte er mir gesagt, dass er nach Bremerhaven musste und das war ja dann ein bisschen in meiner Nähe. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich einfach bei so einer Hotelvermittlung an und besorge ein Hotelzimmer in Bremen. Das habe ich dann auch getan. Danach habe ich ihn angerufen, habe gesagt, dass dort und dort ein Hotelzimmer reserviert ist und dass ich dort auf ihn warten werde. Ah, also du warst die Inhaberin des Zimmers. Genau. Und du wolltest ihn erwarten. Also ich habe mich als Ehepaar angemeldet. Ja, aber ich meine, du warst die Erste in dem Zimmer. Ja, genau. Dann hast du das ganze Zimmer verdunkelt? Ja, also dunkel war es ja sowieso schon, aber ich habe es richtig dunkel gemacht. Ne? Vollkommen dunkel, also es war fast wie eine Dunkelkammer. Man konnte nichts sehen. Ja. So, und dann? Und dann saß ich auf dem Bett, war natürlich total aufgeregt, weil ich nicht wusste, kommt er oder oder wer kommt da. Und ja, dann saß ich da eben und dann habe ich Klopfen gehört, dann ging die Tür auf und das Erste, das er dann gesagt hatte, war, Moment, was riechst du gut? Lass mich gleich fragen. Er kam rein. Er hatte einen Schlüssel auch. Nee, die Tür war auf. Aber dann gab es doch einen kurzen Lichtstrahl in das Zimmer. Oder gab es da einen Vorflur in dem Hotelzimmer? Ja, genau, so einen kleinen Vorflur. Kein Vorflur. Sodass er die Tür zumachte und es war wieder stockfinster. Ja. Und er tapste dann irgendwo da in die Richtung, wo oder du kamst ihm auch entgegen. Nee, ich saß auf dem Bett. Und er suchte dann gleich das Bett. Er hat so ein bisschen abgetastet, dass er nicht über irgendetwas fällt. Aber du hast dann gesagt, hier bin ich. Und dann kam er näher und hat gesagt, riechst du gut? Ja, das hat er gleich am Eingang gesagt. Boah, was riechst du gut? Darf ich fragen, wie du auf diesem Bett saßt? In voller Kleidung oder gar nackt? Fast nackt. Ich hab es mir doch fast gedacht. War das vorher? Wir kannten uns aber vorher schon, also muss ich dazu sagen, wir haben uns am Telefon schon, wir sind uns nahe gekommen. Ist mir klar, dass ihr knallharten Telefonsex gemacht habt vorher. Ja, so würde ich das nicht bezeichnen. Aber es gab schon gewisse erotische Situationen am Telefon. Sagen ja, es so. Er wusste sozusagen alles von mir, ja. So, das war auch so vereinbart, dass du im Negligé oder was auch immer da sitzen würdest. Hattest du das vorher? Nee, das war nicht vereinbart. Nee, wie ging es denn dann weiter? Der erste Satz war es, du riechst gut. Ging es dann gleich zur Sache, richtig? Nee, kam einfach auf mich zu, also ich habe das gespürt und habe mich in den Arm genommen und so gedrückt, wie er mich schon oft am Telefon gedrückt hat, wenn es mir schlecht ging. Also es begann ganz zärtlich, ganz innig. Ja, genau. Ging das dann über in eine sehr erotische und dann auch eine sexuelle Situation? Erotisch ja, aber sexuell würde ich nicht sagen. Also ihr habt nicht miteinander geschlafen? Nein. Wann wurde das Licht angemacht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, wir lagen die ganze Nacht nebeneinander und haben uns eben ertastet und gerochen und gehört, weil sie uns Dinge erzählt haben, die eben passiert sind. Und übrigens roch er denn auch wenigstens gut? Ja. Ja, gut. So, die ganze Nacht liegt ihr beiden Süßen da im Bett, völlig abgedunkelt. Und am Morgen?
ja, ich war natürlich als Erste wach, klar. Mhm. Und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt die Augen aufmachen oder nicht? Ja. Und habe ich dann getan, ja. Und? Enttäuschung? Enttäuschung nicht, nee, weil ich kein Mensch bin, der so oberflächlich eingestellt ist. Also es ist nicht der Mann gewesen, nachdem ich mich auf der Straße umgedreht hätte. Ja. Aber es war der Mann, den ich vom Telefon kannte. Ja, das klingt aber jetzt sehr, sehr diplomatisch. Es ist ja völlig verrückt. Ihr habt eine dreivierteljährige Beziehung quasi, eine akustische Beziehung hinter euch. Mhm. Inszeniert diesen Abend wie im Film, wie im Spielfilm. Ja. Und dann wacht man morgens auf. Ich glaube, ich hätte die ganze Nacht gar nicht geschlafen. Ich hätte immer gedacht, hoffentlich wird es bald hell, dass ich gucken kann. Nun gut, aber du hast geschlafen. Und dann wachst du auf und guckst rüber in das Bett. Mhm. In der allerersten Sekunde hast du, sag ganz ehrlich, was hast du da empfunden? In den ersten Sekunden, als du ihn betrachtet hast. Ganz ehrlich. Kann ich nicht sagen. Ich war froh, dass er endlich neben mir lag. Ach so. So wie ich mir das immer gewünscht habe. So, und dann wurde er auch irgendwann wach, hoffe ich mal. Mhm. Und wie hat er denn auf dich reagiert, als er dich gesehen hat? Er hat gesagt, ich bin noch schöner, wie er sich das vorgestellt hat. Wow. So, und nun, nach so einer wunderbaren Sache, wie ist es jetzt weitergegangen? Wie wird es weitergehen? Ja, war natürlich eine doofe Situation, weil ich musste nach Hause, ich habe Kinder zu Hause gehabt und er hat Kinder zu Hause. Und wir sind dann praktisch gemeinsam aus dem Hotel raus und unten am Hotel haben wir uns verabschiedet und er ging seinen Weg Richtung Kiel und ich eben wieder Richtung Emden. Und gut, aber das war doch wahrscheinlich jetzt ein Anfang, oder? Ja, seit Sonntag komme ich fast um vor Sehnsucht. Also Bianca ist verliebt, ne? Aber jetzt volle Kanne, nachdem sie alles gesehen hat. Total, ja. Aber ihr habt zumindest dann noch schön gefrühstückt zusammen? Nee, haben wir auch nicht. Auch nicht mehr? Nee, wir lagen so lange im Bett und... Darf ich noch was Indiskretes fragen? Mhm. Habt ihr denn dann mindestens morgens im Bett richtig miteinander geschlafen? Nee, wir hatten keinen Sex. Kein Sex? Mhm. Wie kommt das? Weiß nicht, ich bin nicht unbedingt so ein Typ Frau, der das gleich beim ersten Mal braucht. Muss ja auch nicht sein. Ich glaube, da war schon so viel Spannung in dieser ganzen Aktion, da muss man nicht auch noch den direkten Sex dann miteinander haben. Ja, ich war sowieso so überwältigt von der ganzen Situation. Hör mal, das ist ja völlig schräg. Das ist ja völlig schrill. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wir hatten freitagsabends darüber geredet, wie das denn vonstatten gehen sollte. Und ich habe gedacht, entweder dieses Wochenende oder nie. Mhm. Und er war praktisch so nah wie nie zuvor, also in Bremerhaven. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich es jetzt nicht beim Shop verpacke, dann klappt das gar nicht mehr. Gut, aber wer hat jetzt die Idee, das so zu inszenieren mit dem dunklen Zimmer und so weiter? Er. Er? Mhm. Und fandst du die Idee gleich gut oder musste er dich überzeugen? Also ich habe daran noch nie vorher gedacht, aber ich fand es gleich gut, ja. Sensationell. Das heißt, also da ist jetzt eine richtige Liebe langsam gewachsen und beiden jetzt klar geworden. Ist es bei ihm genauso, dass er große Sehnsucht nach dir hat? Sagt er es? Ja. Er sagt es. Wie stellt ihr euch jetzt die Zukunft vor? Was machen wir mit den 400 Kilometern zwischen Emden und Kiel? Ja, das ist ein bisschen problematisch, weil ich auch 5 Kinder habe und erst hier nach Emden gezogen bin von Stuttgart. 5 Kinder hast du schon? Ja. Wow, mit 28. Ja. Und er eben 3 Jungs hat, er ist ja auch alleinerziehend. Also, da muss man doch zusammenziehen, eine riesengroße, eine Großfamilie gründen. Ja. Da muss es irgendein Mittel, einen Weg geben. Ja, es muss bloß noch der Mittel und der Weg gefunden werden. Ja. Wo? Aber ich bin sicher, so wie du jetzt redest und wie sehr du auch jetzt emotional angetan bist, wird das irgendwie klappen. Und nach so einer schönen Geschichte, wenn ihr das mal später euren Enkeln erzählt, das ist doch ein Traum. Mhm. Ein Traum, finde ich. Ja, finde ich auch. Also meiner großen Tochter habe ich es gleich erzählt am Sonntag. Wie alt ist die? Die ist 12. Die hat das dann schon verstanden? Ja, die wusste, dass mit mir was nicht stimmt. Bianca, das ist eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Ich freue mich, dass ihr euch gefunden habt. Und ich drücke die Daumen, dass ihr euch auch jetzt noch näher kommen werdet, ich meine räumlich, dass ihr zusammenziehen könnt und dann eine richtig tolle, so eine richtig traditionelle große Großfamilie gründen könnt. Ja, finde ich ganz toll. Ist doch toll. Irgendwo ein Häuschen auf dem Land oder einen alten Bauernhof oder sowas. Ein paar Schweinchen draußen. Genau, ja, ganz genau. Alles Gute, alles okay. Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema, seit diesem Tag ist alles anders. Das hätte Bianca nur auch sagen können. Seit Sonntag ist nur alles ganz anders. Oder noch viel mehr anders als vorher.
Das ist unser Thema heute. Heute sind wir frei. Und ich begrüße herzlich den Michael. Und er ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Michael. Dein Thema. Mein Thema ist Deutschland sucht den Superstar. Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Und ich habe es noch kein Mal richtig gesehen. Ich habe nur die ersten zwei Sendungen mal richtig angeguckt. Ja. Weil ich dann auch mal sehen wollte, wie die anderen, wo beim Casting mit mir waren. Ach, du warst auch dabei. Ich war dabei. Du warst dabei. Wie spannend. Wie spannend. Ja. Leider bin ich rausgeflogen. Mit welcher Begründung? Was hat Dieter Bohlen zu dir gesagt? Dieter Bohlen hat überhaupt nichts zu mir gesagt. Ich wurde nicht von Dieter Bohlen beurteilt. Ach so. Ich bin jetzt gar nicht so auf dem Laufen. Ich hatte alle, die da in die Schlussrunde kommen, singen dann vor Dieter Bohlen und den anderen Kollegen. Es ist hier immer von Herr Bug von 1Live ist ja auch dabei. Ich weiß, den habe ich mal kurz gesehen. Ja. Ich dachte, alle kommen dann vor diese Kommission. Nein. Das ist waren nicht so. Verschiedene. Da waren auch welche noch von der Produktionsfirma, die das gemacht haben, waren auch noch welche da. Das heißt, dich hat man im Fernsehen gar nicht gesehen? Kurz im Hintergrund mal bei so einem Schwenk von der Kamera. Ich verstehe. Und nur die im Fernsehen gezeigt werden, die kommen dann auch für diese Kommission Bohlen und Dieter Co. Bohlen war. Ah ja. Das war auch schon die zweite Runde, wo im Fernsehen als erste verkauft wurde. Ja. Das fand ich auch schon mal ziemlich ein bisschen fies. Ja. Was hast du denn gesungen? Rock DJ von Robbie Williams und von Ozzy Osbourne Dreamer. Oh, das sind aber schwere Sachen, finde ich. Ja, fand ich auch, aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Sehr schwere Sachen. Und das ohne Musik, ne? Ohne Playback. Soll ich dir was vorsingen? Ja, bitte. Robbie Williams will ich hören. I don't wanna rock, DJ, 'cause I'm making my feel so nice, isn't gonna stop, DJ. Ja. Und? Ja, also man muss ja sich immer überlegen, wenn man diese ganzen Stars ohne Musik hören würde, klingt das auch seltsam. Ich habe mal Britney Spears ohne Musik gehört. Ja, wenn wir dich jetzt ganz toll eingelegt hätten in eine tolle Produktion mit vielen Effekten und so, klang es schon ganz okay, finde ich auch, absolut. Dankeschön. Wie haben die das denn begründet, dass du nicht weitergekommen bist? Die, wo rausgeflogen sind, haben eigentlich so gar keine Begründung bekommen. Ach so. Die haben gesagt, zu manchen haben sie gesagt, macht weiter. Ja. Geht noch andere Wege, versucht hierhin, dahin, dann hinzukommen. Haben sie das zu dir auch gesagt? Mhm. Aha. Mhm. Ich habe am Schluss auch nochmal gejodelt mit. Wie jodeln? Kannst du jodeln auch noch? Nee, eigentlich nicht, aber das war so ein Gag. Ja, ach so. Mhm. Bisschen Abspann dann zumal. Ja. Lautisch Witzlinge macht dann am Schluss noch. Ja. Da wollte ich dich mal was fragen. Bitte. Um einen Gefallen bitten. Ja. Deine Sendung schauen doch bestimmt auch viele Plattenproduzenten. Ja, das weiß ich nicht, vielleicht. Ist ja hier der Ab und an. Chefmoderator von allen. Ja. Wollte ich mal fragen, könntest du mir vielleicht da ein bisschen helfen und einen kleinen Aufruf machen für mich? Also, ich kann das jetzt nicht, aber ich gebe dir gerne den Sender frei im Moment und dann mach du einen Aufruf. Darf ich eine Telefonnummer oder sowas sagen? Nee, die kannst du ja bei uns hinterlassen. Das heißt, wenn sich jemand interessiert, kann er sich bei uns an uns wenden und wir reichen das dann weiter. Aber inhaltlich kannst du jetzt was sagen. Oh gut, dann sage ich Ihnen was. Hm? Liebe Plattenproduzenten, TV-Produktionen und lauter sonstige Showmoderationen, was gesucht wird. Bitte bei Domian melden, ich mach das. Du machst das. Also du bist ein talentierter junger Mann, du bist überzeugt von dir. Klar. Du willst nicht unbedingt nur singen, du willst unbedingt für die Kamera auf die Bühne. Mhm. Warum? Moderieren, Schauspielern. Warum? Ob Film, Fernsehen oder wer weiß. Egal, Hauptsache in der Öffentlichkeit stehen und Hauptsache beklatscht werden. Den Leuten was präsentieren. So, warum bist du da so scharf drauf? Weil ich das gern mache. Ja, das ich unterhalte gern Leute. Warum? Ja, schon, weil ich das schon immer gern gemacht habe. Hm. Also, ich kann das ja verstehen, wenn man da so einen Drang hat und wenn man auch ein Talent in sich verspürt. Hm? Ich glaube, das ist nicht der richtige und kluge Weg, was du machst, Michael. Dieses hier zum Beispiel, diese Aktion. Weil sicher viele, auch die Profis, denken, ach, da bietet sich jetzt wieder jemand an, der ist nur öffentlichkeitsgeil und super eitel und so. Weißt du, was viel, viel schlauer ist? Also wenn du wirklich so ein Background hast, dass du gerne möchtest, dass du gerne in die Medien möchtest, dann lerne auf einem Gebiet was richtig Gescheites. Nimm Musikunterricht, Gesangsunterricht, versuch auf eine Schauspielschule zu kommen. Oder wenn du in die Moderation willst, versuche dich journalistisch zu bilden. Aber lerne was, damit du was in der Hand hast. Und dann habe ich mich auch schon informiert. So, pass auf, und im Laufe dieses Lernens wirst du immer wieder auf Menschen, auch auf Multiplikatoren stoßen, die auf dich aufmerksam werden können. Mhm. Und dann hast du einen viel besseren Start, wenn du auch ein bisschen Qualität hinlegen kannst. Mhm. Als nur, weißt du, nur die Motivation, ich möchte gerne in der Öffentlichkeit stehen, das möchten ganz viele Menschen, das reicht ja, nicht klar. aus. Du musst was vorweisen können. Ja, klar. Deshalb war ich ja auch bei diesem Casting, damit ich mich den Leuten mal zeigen kann, was ich kann. Ja. Aber das heißt, das war jetzt der allererste Schritt, finde ich. Jetzt musst du viel mehr, du musst arbeiten an dir, um an dir zu feilen, um wirklich noch viel besser zu werden, vielleicht als du bist.
Hast recht. Erzähl mir doch noch vielleicht noch ein paar Schmankerl aus dem Hintergrund von dieser Sendung. Von dem Casting? Ja, wie gehen die da mit den jungen Künstlern oder mit den jungen Leuten, die mal Künstler werden wollen, um? Du kommst rein, kriegst eine Nummer aufgeklebt. Ja. Dann musst du in einen Raum rein, das ist so in so einem Hotelzimmer, so ein ganz großes so ein Vorzimmer. Ja. So ein großes, ja? Eine Wartehalle. Ja. Dann würdest du in verschiedene Ecken gestellt. Mhm. Haben mich also richtig in die Ecke gestellt. Mhm. Grüne Gruppe, gelbe Gruppe, rote Gruppe. Mhm. Und dann haben sie immer drei Leute zum Vorsingen geholt. Mhm. Und dann musstest du dich da hinten, da ging es so einen Gang hinter, auf so Stühle setzen. Mhm. Das war der Hot-Stuhl-Dings dabei, weiß ich, hab vergessen. Ja. Und dann ging es immer so nach und nach ging's rein, zu diesem Forecasting. Ja. Und das ist schon mal hart. Das glaube ich. Du durftest aber nichts reden. Ach. Wegen diesen hochsensiblen Mikros da. Waren denn die Leute, die Assistenten und da touren ja tausend Mitarbeiter rum, waren die freundlich zu euch oder war das so eine Massenabfertigung oder haben die sich auch so ein bisschen herab auf euch gelassen? Nö. Nee, das war freundlich. Die haben jede Frage beantwortet, jedes Ding, was man wollte. Mhm. Mhm. Fand ich wirklich auch nett von denen. Ja. Also du würdest sagen, ist eine gute Erfahrung gewesen. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und bist auch nicht zu sehr enttäuscht, dass es nicht weitergegangen ist. Nö, ich versuche jetzt anderweitig was zu machen. Ja, so muss man es auch sehen. Ja, so muss man es wirklich sehen. Du musst ja auch tapfer und zäh dranbleiben. Diesmal schaffe ich's. Du bist ja 19 Jahre erst alt. Ja. Manch ein Künstler hat Jahre und Jahre gebraucht, bis er wirklich Fuß gefasst hat. Mhm. Aber du musst arbeiten an dir. Du musst wirklich arbeiten an dir. Weißt du, ich bin befreundet mit Dirk Bach, den du wahrscheinlich auch kennst. Ja. Und ich habe das vor 20 Jahren und noch länger mitbekommen. Der Dirk wurde auf ganz vielen Schauspielschulen abgelehnt, weil man sagte, er hat kein Talent oder keine Ausstrahlung, was weiß ich. Habe ich mal gehört, hat er mal erzählt. Ja, und der Dirk war so besessen von der Idee, Schauspieler werden zu wollen, Komödiant werden zu wollen, Entertainer werden zu wollen. Das könnte ich auch machen, zum und Beispiel. Hat wirklich, ich habe nie jemanden erlebt, der so hart gearbeitet hat, Privatunterricht genommen, getanzt, gesungen, Schauspielunterricht, alles was, die ganze Palette, was nötig ist. Und irgendwann hat er sich ausgezahlt und jetzt ist er ein großer Star in Deutschland. Mhm. Und so muss man es machen, finde ich. Wie man es sieht. Ja, so muss man es machen. Michael, ich sage einfach toi, toi, toi. Sollte sich doch jemand bei uns gemeldet haben, danke. Reichen wir es natürlich sehr gerne weiter. Darf ich noch schnell jemanden grüßen? Aber habe ich nämlich ganz doll versprochen. Okay, mach's. Darf ich, also Dennis, hi, ich grüße dich hiermit. Okay, alles klar. Tschüss, okay. Michael. Tschüss. Deborah, 15 Jahre alt. Hallo. Hallo, Deborah. Um was geht's bei dir? Um ja, also mein Thema ist eigentlich, dass ich nichts esse und kaum was trinke. Und wenn ich was esse, stecke ich meinen Finger in den Hals. Gehst du noch ein bisschen näher ans Telefon? Ich glaube, wir können dich nicht so gut verstehen. Ja. Aber wir haben schon verstanden, was du gerade gesagt hast. Wie viel wiegst du denn und wie groß bist du? Also ich bin 1,63 Meter, aber mein Gewicht sage ich nicht. Warum nicht? Das ist mir peinlich. Aber wenn wir hier reden, müssen wir auch ganz offen reden, Deborah. Und man sieht dich ja nicht. Und du willst ja von mir eine klare Meinung hören. Und da musst du auch klar, auch was Klares mir sagen. 54 Kilo. 55 Kilo. Ich hatte 54. Ja. Ich hatte jetzt vermutet noch tiefer. Nee. 54 Kilo. Du isst kaum etwas. Wenn du es isst, erbrichst du es. Mhm. Und trinkst auch kaum. Mhm. Wie lange geht das schon so? Also was mit dem wenigen Trinken. Ich habe jetzt seit 2 Tagen nichts mehr getrunken. Mhm. Und ja, aber generell geht das so seit März, April. Mhm. Fing das einfach so von heute auf morgen an oder ist irgendwas passiert? Ja, also schon was passiert so. Was ist passiert? Mein Vater hat mich aufs Übelste geschimpft, meiner Figur bezüglich. Im März? Ja. Was für eine Figur hattest du damals? Ich war ziemlich dick. Und er hat schlimme Worte zu dir gesagt, weil du dick bist? Ja, ich habe 81 Kilo gewogen. Mhm. Was hat er zu dir gesagt? Ja, ich wäre eine dicke Kuh und ich müsste dringend abnehmen und es wäre viel zu peinlich, mit mir über die Straße zu gehen. Das hat der eigene Papa zu dir gesagt? Ja. Mhm. Und deine Mutter, wie hat die da das aufgenommen, wie hat die darauf reagiert? Ja, also meine Mutter möchte wahrscheinlich zum Anwalt gehen und das veranlassen, dass ich keinen Kontakt mehr mit meinem Vater habe. Lebt die Familie denn getrennt? Ja. Ach so. Achso. Aber kannst du das nicht selbst entscheiden, ob du Kontakt haben möchtest oder nicht mit ihm? Ja, schon, aber meine Mutter hält das für gar nicht gut. Bitte, deine Mutter? Hält das für nicht gut, wenn ich mit ihm weiter Kontakt hätte. Das finde ich
jetzt erstmal gesagt auch, wenn ein Vater so etwas zu seiner Tochter sagt, finde ich auch, dass man da erstmal zurückgehen sollte. Ich finde das unverschämt und unglaublich, dir das zu sagen. So, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. Viel wichtiger ist ja jetzt, dass wir über dich reden und dass es dir so schlecht geht. Fühlst du dich auch sehr schwach? Ja, schon. Warum trinkst du nicht mehr? Du könntest ja reines Wasser trinken, davon wird man ja nicht dick. Ich kann nicht mehr richtig trinken. Du magst es total schlecht. Du magst es gar nicht bei dir behalten. Du magst nicht das Gefühl, wenn etwas in dir drin ist. Ja. Lebst du bei deiner Mutter? Ja. Jetzt. Die kriegt das ja auch mit, dass du ganz wenig isst nur. Ja. Was sagt? Deswegen haben wir auch permanent Streit. Hat sie schon gesagt, ja, Deborah, du musst zum Arzt, du musst was passieren, oder? Ja, ich war schon zigmal bei Ärzten und so. Und Montag kam ich ins Krankenhaus, weil ich in der Schule zusammengebrochen bin, aber ich durfte sie dann nach Hause gehen, weil keine akute Lebensgefahr ist. Und ja, also sollte das jetzt nochmal passieren, komme ich in stationäre Behandlung. Wie siehst du denn deine eigene Lage? Würdest du auch sagen, ich bin verzweifelt und das, was mir in mir vorgeht im Moment, verstehe ich gar nicht so recht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Siehst du es so? Ja, also ich weiß gar nicht, warum das so schlimm ist. Eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Was ist gar nicht so schlimm? Sich mal einen Finger in den Hals zu stecken. Aber es ist ja schlimm, wenn man schon zusammenbricht, wenn man zu schwach wird. Und wenn man nicht trinkt, über längere Zeit nichts trinkt, stirbt man. Das ist ja wohl sehr schlimm. Ja, aber... Das ist ganz klar. Und den Finger sich in den Hals zu stecken, da stirbt man nicht so schnell von. Wenn man das aber über längere Zeit macht, wird man sehr schwer krank und kann schwerste Folgeerkrankungen davon bekommen. Also du würdest deine eigene Situation gar nicht als so heikel einstufen und findest, dass die Umwelt sich zu sehr aufregt? Ja. Aber Deborah, lass uns nur mal über das Trinken reden. Du bist ja nur ein 15-jährige junges Mädchen, bald eine junge Frau. Das weißt du ja auch. Ich meine, da müssen wir ja nicht diskutieren, das muss ich dir nicht beweisen, das weißt du aus der Schule auch, dass der Mensch einfach Wasser braucht. Und wenn du über einen gewissen Zeitraum nicht trinkst, stirbst du. Willst du sterben? Nein, eigentlich nicht. Dieses Argument müsste ja schon ganz schlagkräftig sein, dass etwas passieren muss mit dir. Aber ich kann nichts trinken, davon wird mir so schlecht. Ich habe hab das Gefühl, ich hätte ein halbes Schwein gegessen. Ja, das nehme ich auch sehr ernst, wenn du das sagst. Aber weißt du, was ich daraus weiter folgere, wenn du das sagst? Nein. Dass du nicht irgendwo in ein Krankenhaus musst, sondern dass du in eine Klinik musst, wo Menschen arbeiten, die sich genau mit solchen Problemen auskennen. Nämlich mit Essstörungen. Nicht in irgendeinem. Ich bin krank. Doch, du bist krank, das finde ich schon. Du bist schon krank. Wenn man nicht mehr isst, oder wenn man ganz wenig isst, wenn man das erbricht, was man isst, oder wenn man schon gar nicht mehr trinkt, ist das nicht normal. Und dann ist man krank. Das ist eine seelische, eine psychische Erkrankung. Seelisch-körper, psychosomatische Erkrankung. Deborah, aber ich nehme mich nicht als krank an. Deborah, aber ist das denn normal und gesund, was du da machst? Nein, das nicht, aber das machen ja auch andere Leute. Ja, aber auch andere Leute sind dann krank. Nur, dass es andere Leute machen, heißt ja noch nicht, dass es okay ist. Deborah, du gehst vor die Hunde, wenn du nicht weiter trinkst. Lass es uns doch noch klarer sagen, wenn du nichts trinkst. Du wirst zwangsernährt, du wirst eingewiesen in eine Psychiatrie, wenn nichts passiert. Und das, aber die können mich ja nicht gegen meinen Willen zwangsernähren. Das kann man auch. Deswegen würde ich dir so sehr raten, dass du von dir aus entscheidest, okay, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, ich möchte Hilfe. Und ich würde dir sehr gerne helfen, dass du zu einem richtigen Fachmann kommst und nicht in irgendein Krankenhaus. Ja, ich bin ja auch schon in ambulanter Behandlung in der Uniklinik, das ist so. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob das die richtige Fachrichtung ist. Jetzt ja, also die haben viele Mal, was ich dir auf der Station erlegen. Deborah, unsere Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich möchte dich sehr herzlich bitten, aufzulegen und wir rufen gleich dich nochmal an und dann können wir in Ruhe reden. Ja. Okay? Du legst auf und gleich telefonieren wir wieder. Ja. Okay, bis gleich. Tschüss.
Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Jens Diegel und morgen heißt unser Thema: Seit diesem Tag ist alles anders. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Telefonnummer und wir sind morgen hoffentlich pünktlich im Radio und im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.